God likes to interfere in people's life. So there was this peaceful group sitting, and they like to have fun, you know. So they were having sex all the time. Men, women, 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 men, men. They all had sex together. And then God thought, that's it, they had too much fun. It's time to change it. So there was this guy living in the tribe. And he was a quiet guy, you know, didn't talk much, didn't have an opinion about anything. So God made him his prophet. And this guy's name was Lot. And God told Lot, you have to go and tell them all to stop doing what they're doing. So Lot went there and he tried to convince everybody, but you know, really he was not a charismatic character. So he couldn't do much in convincing people. So no one listened to him. So God got really angry and decided that he was gonna kill the whole tribe. He's a violent man sometimes, you know. So he turned them all into salt. And now when you travel to the Dead Sea, you can see their faces, faces of bisexuals staring at you through the salt. It's really weird. You like the story of the wife as well. Lot had a wife. She was much stronger than him, a really clever woman. She knew what she wanted, and she enjoyed the game within the tribe. She also indulged in everything, and Lot wanted to save her. So he asked God if he can save her, and God said, okay, all right, then you can save her. So Lot held her hand, and they were trying to run away. But she was too curious, and she turned to see what was happening to the rest of her people. And the minute she turned, they were being turned into salt. So just like them, by looking, she became salt herself. And Lot became a very lonely man. That's it. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby. Thank you.
I
Mama, wam schon passiert. Wam schon. Der Junge hat an dich an, der Masse. Hat einen Schild. Hat wehtun. ليه بتتحول كل الدنيا على كبريهات والظهر مو بالليل؟ يعني ليه؟ عم بيزقفوا بيغنوا الشيوعيين، عم بيسكروا بيزقفوا بيغنوا، المحل مسكر وخرز مطربة خفيرة شعرة لابسة ميكرو تاتو حاملة عم بيزقفوا بيسكروا بس النهار متحول كأنه ليل والناس عايشة بالنهار كأنه ليل بتمارس كل طقوس وأنا كنت بسألني هذا المحل إيه ما تسألني إيه ما تحول إيه ما تغير أنا ما بفهم أنا شو أنا ما بفهم شيء ما بفهم شو عم بيصير كأنه الحياة عم تتحول عم تتغير أنا ما بفهم ليش في شيوعيين هلا بيروحوا الظهر على مكان بيفترض إنه في رقاصة في رقاصة ما بعرف إذا was mit dem Satellitschluss ist. Es funktioniert eigentlich nicht. Es macht alles selber. Okay. Was ist? Kannst du mit auf den Dach gehen? Wo ist es? Hier oben ist der Satellitschluss. Und gucken, was damit los ist. Wie einfach so? Ja. Welche von den beiden Schlüsseln sind zwei? Links. Links von wo? Von mir oder von dir? Links, rechts. Also links von der Straße aus. Ja. Was soll ich denn machen? Soll ich das ganze Ding bewegen oder wie? Oder nur an dem Kabel rumfummeln? Keine Ahnung, versuch mal beide. Ja, mach mal was. Okay.
Was ist los? Sieht ja interessant aus. Aber ich glaube, du störst unten alle Kanäle. Ja, ich habe mich hier an die Satellitenschüssel geschaltet. Aber kannst du nicht an die Schüssel gehen, ne? Nein, ich muss an dieser Schüssel arbeiten. Marlon ist schon ganz verzweifelt. Er will seine Sendung sehen. Ich glaube, es ist seine Lieblingssendung. Ich muss die Kanäle löschen. Es sind ungefähr 800. Kri-kri? Ich weiß jetzt, warum das nicht tut. Aber ich muss die Sendung sehen. Hier gibt's eine Stelle. Genau, das ist aber nicht so wie bei Jodie Foster, die so Kontakt mit Außerirdischen aufnimmt. Das interessiert mich gar nicht. Ich will ganz konkrete Sachen wissen, wann der nächste Komet hier vorbeikommt und wann er auf die Erde einschlägt. So einfach ist das. Das muss ich ungefähr hier unten anschließen. Das mache ich jetzt tagsüber, weil abends immer die Leute fernsehen und dann nervt die, dass ich nicht da bin. Dann kriegen die halt so Störungen, Bildstörungen. Aber gerade in diesem Viertel sind alle Kommunisten und glauben aber trotzdem so an die alten Geschichten. Und hier kennt jeder die alte Geschichte, dass irgendwann Kometen auf die Erde eingeschlagen sind und die Menschheit zerstört haben. In Mekka beten sie ja die Kaaba an. Und also die beten ihn nicht wirklich an, aber die kreisen drumherum. Und da ist ja auch ein schwarzer Stein und das ist ein Monolith, also von einem Kometen, der hier mal runtergefallen ist.
Krikri, weißt du, was das griechische Wort Komet der Haarige bedeutet? See you out there. You ask me question. No, I. For me, it's okay. You can talk. Schriftsteller und sein Material. Ist da was für mich? Marlon, hör mal zu. Die Sprache ist eine Art unermessliche Realität, die ich als praktisch träges Ganzes bezeichnen würde. Wie findest du das? Doch gut, oder? Hier, das ist auch total gut. Ja, hörst du mich, Marlon? Was machst du eigentlich da drüben? Ja, für mich. Ich lese mal kurz vor. Ne? Ja, für mich ist das Bezeichnen der Gegenstand. Ich definiere damit meine Sprache, die nicht notwendig die der Linguisten ist. Dieser Stuhl ist der Gegenstand, also das Bezeichnete. Dazu gibt es die Bedeutung, das ist das logische Ganze, das durch Wörter gebildet wird, die Aussage eines Satzes. Und das zum Beispiel spürt man bei Flaubert. Er hat die Liebe zum Wort als einen materiellen Gegenstand. Hallo? Hallo, Fatme. Ja, Fatme? Ja. Ça va? I'm reading Sartre, The Intellectual and the Revolution. It's such a good book, it's incredible. Kapitalistische Gesellschaft, das wissen wir, lässt sich nicht auf freundlichem Wege über Repressionen umkrempeln. Sie ist eine Gesellschaft, die Repression bis zum Äußersten treiben kann. Das sehen wir ganz gut in Frankreich. Von Frankreich verstößt sowieso nichts. Und diese revolutionäre Bourgeoisie in Paris interessiert mich auch nicht. Von mir aus kannst du nach Paris gehen. Von hier verstößt du sowieso auch gar nichts. Ciao. Davon habe ich doch die ganze Zeit gesprochen und Sartre auch. Wir waren sprachlos, don't talk. Und hier ist sowieso alles kaputt. Hier passiert gar nichts. Ich sehe überhaupt gar nichts hier. Ich weiß gar nicht, was du hier willst. Ich weiß auch nicht, was ich hier will.
the mom. Kifik. What I've heard? You were in the Dabke. Yeah, yesterday evening. Hmm. It was very, very active. Crowded, and people were very stayed until 2 a.m. after midnight. So it's something strange, I mean. Because of us? Yes, because you were there. Ah. It was very, very Hamas active. Hamas? Hamas, don't worry, not the organization. Just Hamas mean Arabic word describe something when it's very, 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 very active. Very, very active, yes. Hamas. Yeah, yeah, Hamas. And and the songs were about what? Palestinian revolution and something, civil war and everything, yeah. Palestinian, yeah, I like the Dabke. I would like to also to dance Dabke. Oh, many can help you. Many can learn you. Yeah. I can show you examples. Yeah, show me. Okay, come here. Join me to the Dabke. Nenedvik. Without music? Without music. Just I will show you the motions. Okay. First, you have to like this. And the other one. Yeah.